Jalan, du hattest dich ein bisschen nach oben zurückgezogen, warst natürlich immer noch so ein bisschen müde, deine Augen gerötet. Du hast überhaupt nicht geschlafen, die Augen zugemacht, irgendwelche Albträume, die vor deinem geistigen Auge waren. Sowohl das, die Schrecknisse, die in Yol'Gurmak auf dich eingestürmt sind, als auch ein zweiter Geist, der in deinen Kopf vorgedrungen ist. Du hattest irgendwas gesehen. Kurzes, flackerndes Bild, ein narbenverzerrtes Gesicht durch Krankheit, verkrüppelte Arme und Hände. Und ein Zargeweihter, der angekettet wurde in irgendeinem Keller und dort gefoltert wurde. Irgendein Auftrag. Irgendein Auftrag, der jetzt diesen Zargeweihten das Leben gekostet hat. Und dann wieder die Schrecknisse aus Yol'Gurmak. Das wilde Magramak wölbt sich über unendlichem Sturmhimmel. Brandheiße Asche und Funkenregen. Zwischen alles verschlingenden Rankwäldern auf schwarzer Erde und rostgeschmiedetem Erzboden. Kein Wasser, kein Dampf und kein Eis. Diese Welt ist die Welt des Agrimod. Und du blickst in sie hinein mit deinen widerlichen tausend Augen. Aufgerissen, diese Welt schwelgt in ihrer eigenen Trockenheit. Die Erde ist verflucht wie der Wind, der nie wie weniger als ein Wirbelsturm oder Gluthauch das Feuer, das dich wärmt, sondern dich nur verbrennt und das Erz, das belebt ist von Kreaturen, Tod und Vernichtung schmieden. Die Berge, nicht majestätisch, sondern Drohung und Albtraum zugleich. Auf den höchsten Spitzen findest du einen Weg in Belschirers Domäne. Und von den tiefsten Tiefen und den vertrockneten Ufern den Weg gen Charybdorod, in die anderen Sphären. Ewig hämmernde, gefangene Seele, die hier an Städte angebunden, angeschweißt sind. Und dann wirst du wieder zurückgerissen. Ein ewiger Albtraum, der dich jagt. Die tausend Augen, die in deinem Kopf sind. Das Zepter, das du nicht kontrollieren konntest. Ein Baum aus Blut, Holz und Eisen, der Feuerthron Agrimods, lodert, umtost von weltenzerrüttendem Sturm aus dem Nichts. Weil ich zwei, dreimal mit den Augen geblinzelt habe, wenn ich erstmal orientiert habe, wo genau ich eigentlich bin und feststelle, dass die Antwort nicht Yol'Gurmak ist. Ja. Ich ein paar Mal tief durch und suche mir erstmal die erstbeste Wasserquelle, irgendein Eimer oder was auch immer hier rumsteht und bekipp mich damit. Schüttle ein paar Mal kurz den Kopf. Überlege mir, dass es vielleicht doch besser ist, auf den Beinen zu sein, anstatt hier immer wieder in die Albträume wegzudösen. Und mache mich auf den Weg nach draußen. Wohin möchtest Ich möchte zur Kanzlei. zur Kanzlei? Ich möchte Informationen über euer Zuhause einholen. Man sagt mir einiges, aber nichts, dass ich bis jetzt glauben möchte. Ja, dann kannst du dort vorgelassen werden. Delo selber hat wohl gerade keine Zeit. Auch vom Herzog kannst du hören, dass er wohl ein paar Räume weiter mit der Wulfengarde spricht. Zumindest sind dort viele Wulfengardisten, die da gerade den Rückzug planen, wohin auch immer. Aber einen Schreiber wirst du finden, der weiß, was mit Schnattermoor wohl passiert ist. Ja, laut meiner Aufzeichnung hier ist das Ganze wohl ziemlich schnell eingebrochen. Also, es gab da den einen oder anderen Vorstoß und dann wurden sie auf den Valusianischen Weiden natürlich aufgehalten, aber die Moore sind tief, gerade wenn man dann von der falschen Seite kommt und Schnattermoor liegt laut meinen Aufzeichnungen hier auf der Karte auf der falschen Seite des Moores. Das konnten wir nicht halten, tut mir leid. Was heißt denn, konnte die nicht halten? Wer konnte es nicht halten? Die wenigen Truppen, was auch immer wir hatten. Wir hatten ja nichts. Es gab ein paar Entsatztruppen aus Valusa, aus Vestum und auch da wurde eine große Schlacht, wie gesagt, die Valusianischen Weiden. Ich weiß nicht, ob sie da waren, aber es war grausam und wir konnten sie dann zurückschlagen und Valusa ist steht bisher, aber auch das wurde in den letzten, ich glaube vor einem Jahr wurde es angegriffen, von der Seeseite aus. Ich weiß nicht, wenn sich die blutige See weiter nach Norden ausbreitet und Valusa und Vestum einhüllt, dann gnaden uns die Götter. Was ist mit den Truppen? Haben sie sich ins Boxhorn jagen lassen? Was meint ihr mit... Nein, natürlich nicht ins Boxhorn. Wir haben sie zurückgeschlagen. Bis nach Valusa. Und dann standen Meinen sie auf der einen... Schnattermoor! Dann standen sie auf der einen Seite und wir auf der anderen. Was ist mit meiner Familie? Hört man Dinge? Lebt noch jemand?
weiß nicht, wir haben ein paar Flüchtlinge, also alles, was irgendwie in ein paar Rheinefurten aufgesammelt ist. Also ich weiß zumindest, dass Fischbach komplett aufgerieben worden ist. Da lebt gar keiner mehr. Fischbach, was schert mich Fischbach? Tut mir leid, mein Herr. Ach, wozu seid ihr eigentlich gut? Ich stürme dann sehr ungehalten aus dem Saal. Vor dir das Pereine Kloster. Kloster des Ordens der herzliebenden Schwestern und Brüder vom rechtschaffenen Leben zu Ehren der Herren Pereine. Trete ein, tatsächlich. Trittst ein? Wenn das Tor offen ist, trete ich an und suche. Ich weiß nicht, ob es hier eine offene Kapelle gibt. Das ist auf so einem kleinen Hügel gelegen, kannst ein paar Äcker des Klosters erkennen, die ja zur Ernährung von ein paar Rheinefurten überhaupt nicht ausreichen, aber jetzt direkt hier gelegen am Tizam. Ja, der Effertgeweihte Draco hatte ja irgendwas vom Tizam gesagt, dass der verloren ist. Trittst dann an den Gärten und den Äckern vorbei und kannst in das Innere des Pereine Klosters vordringen. Bitte ein. Lege mich einmal in Richtung des Altars, schmeiße eine Münze in den Opferstock und suche mir dann einen Ort zum Hinknien. Du kannst es in der Luft riechen. Riecht so ein bisschen nach Brau und Backhaus. Also ein bisschen malziger Geruch, der in der Luft liegt, während du dann betest, deinen eigenen Gedanken nachgehst. Vielleicht so ein bisschen zum Hohn und zum Spott, das Bier. Das frische Brot, was hier gerade gebacken wird, irgendwo ein paar Räume neben dir. Niere währenddessen immer rudert nach. Die, die von ihrer Göttern gerettet wurden und die, die wir nicht retten konnten. Versuche mich davon irgendwie von den letzten Ereignissen abzulenken. Wieder das widerliche Lachen, was in deinem Ohr hallt. Pereiniano und Xyleste. Die beiden Schwestern, gebunden an den Baum, um es zu steuern. Eine lange Zeit, viel zu lang. Zumindest kommt es dir so vor, habt ihr auf diesem Schiff gelebt, gearbeitet, habt euch gegenseitig gequält. Du erinnerst dich wieder zurück an Ahmad, der vorhin schon wieder Thema war, und die Gerichtsverhandlung. Und dann an das Wunder der Herren Pereine, der das Schiff erlöst hat. Soll sie doch nur auch uns alle erlösen. Vor deinem geistigen Auge flackert ein kurzes Bild. Du siehst deine Gruppe. Deine Gruppe gemeinsam mit Isarun. Wieso auch sie jetzt gerade vor deinem geistigen Auge aufflackert. Vereint. Zusammen mit Igna, seine Gruppe von 7 Leuten, die du anführen musst, damit sie nicht zerbricht. Eine Weile hebe ich mich dann. Spaziere gemächlich aus dem Kloster hinaus und mit immer noch müden Augen, aber zumindest marginal gestärktem Lichtbewusstsein, mache mich auf den Weg wieder in die Kneipe. Dort trefft ihr nach einer angemessenen Zeit des Tanzens, des Schwertkampfes, der Unterhaltung, der Suche wieder auf die Gruppe. Und Jalan sitzt bereits da mit müdem Blick. Der erste, der reinkommt, ist, ich muss gerade noch mal schauen, Torgosch, gemeinsam mit einem weiteren Ambosszwerg. Torgosch, dir fällt auf, dass das Auge von Jalan unter der Augenklappe so ein bisschen geronnenes Blut klebt. Ungefähr bis zur Nasenspitze und da ist es dann versiegt. Oh, Jalan, was machst du denn schon wieder? Was? Was ist dieser Jalan? Mensch, hallo! Du blutest schon wieder aus dem Auge. Hallo, was machst du denn? Ich bin Durosch. Durosch, Zwerg, Durosch, der Zwerg, natürlich. Ja, wir wollen auf Drachenkampf gehen, habe ich gehört. Mit Malma. Ja, also hier der. Mensch, Malma, da bist du ja. Ah ja, redet ihr mal kurz, ich rede kurz mit Jalan. Der Baron hier geht auf Drachenjagd, habe ich mich gewundert, ob wir uns nicht vielleicht direkt anschließen wollen.
Welcher? Wer? Wer geht auf Drachenjagd? Der Baron hier. Es gibt hier. Alma, einen. Komm mal her! Wie ist der Baron nochmal? Ich weiß auch nicht. Was? Welcher Baron? Hier gibt's keinen Baron. Herzog. Herzog, Entschuldigung. Herzog. Ach, dieser das Titel. Klingt richtiger. Ich glaube wohl kaum, dass der Herzog auf Drachenharz gehen wird. Das Alter, gar nicht persönlich. Hast du doch gerade noch gesagt, oder nicht? Ich erinnere mich doch. Was? Achso, Drachenharz. Ja, ja, oben in Drachenstein gibt's viele Drachen, Höhlendrachen, und der Herzog will dahin und braucht Geleitschutz mit der Wolfengarde und irgendwas mit der Moral der Männer, sagt er, und keine Ahnung, hab nicht zugehört. Genau, da hab ich gedacht, da können wir uns doch anschließen. Auf den Drachen hat Apep doch die Krallen drauf. Und gesehen, davon haben wir doch einen Auftrag. Oh ja, blutet ihr da? Oh, immer Zeit, nein, ja, also, ja, aber ist es nicht wichtig. Okay. Solltet ihr vielleicht mal jemand sich das angucken lassen, wenn ihr blutet aus eurem Auge, das ist doch nicht gut. Warum kümmert ihr euch nicht um eure eigenen Augen? Immerhin habt ihr noch beide. Da haben wir doch alle. Du doch auch. Warum sagst du das so komisch? Böhm hat auch noch zwei Augen. Wir haben ja alle zwei Augen. Ich habe mir auch schon überlegt, wenn ich mal irgendwann Kapitän auf dem Schiff werde, lege ich mir auch eine Augenklappe zu. Das ist echt praktisch. Ich glaube, das gibt direkt Respekt. Warum machst du das überhaupt? Ich habe mich eh schon gewundert, warum du das machst. Hör doch zu, er ist Kapitän. Er ist gar kein Kapitän. Natürlich war er Kapitän. Der hat mich damals als Kapitän angehört. Da war ich noch Koch. Ach ja, stimmt. Wirklich? Schon vor über einem Jahr. So lange reist ihr schon zusammen? Ah, hallo, Avemir. Euer Laus ist auch da. Frag den mal. Der war auch dabei. Ja. Worum ging es gerade? Ich war gerade abgelenkt. Noch im Gedanken. Drachenkampf. Die Herren geneigen, auf Drachenharz zu gehen. Drachen? Seid ihr noch bei Verstand? Haben wir nicht eine ganz wichtige Mission mit Gareth und diese Pläne rüberbringen? Richtig, also redet, ja, richtig. Also redet unseren Kameraden doch vielleicht aus, dass das jetzt geschehen muss. Also ich meine, wie lange wird das denn dauern, so eine Drachenjagd mitzumachen? Wenn das jetzt ein Umweg von einer Woche ist, dann mag das vielleicht kurz sein, aber... Wenn er die Drachensteine will, was hat er gesagt? Burg Drachenhaupt? Ja, das hat er gesagt. Da wohnt er, ja. Reist man bei dem Wetter noch eine Woche hin. Zwei Tage. Gibt es von Burg Drachenhaupt einen besseren Pfad wieder vielleicht zurück ins Mittelreich? Von da aus könnte man, denke ich, auf den Sieben Baronienweg. Aber dann kämen wir an, wie hieß es noch, gleich vorbei. Bevor uns der Inquisitor gewarnt hat. Drakenfeld. Genau, das müsste dann in der Nähe liegen. Aber ihr zieht doch nicht wirklich wirklich gegen Drachen. Natürlich. Warum denn nicht? Das ist doch unsere Aufgabe. Wir werden ja, 30 Jahre so ausgebildet. Die Geschuppten, die haben wir damals, die Thulamiden haben damals überall von den Geschuppten, von Drachen und Echsen, waren wir umzingelt und wir mussten uns aus den Bergen rauskämpfen. Ja, ja, genau. Und so, so. Habt ihr schon einen wirklichen Drachen gesehen? Ihr Horatio seid doch Drachenanbeter, oder nicht? Was? Hab ich gehört. Ich dachte Drachenverbündete. Naja. Man hört immer wieder andere Sachen. Ich habe von meinem Opa gehört, dass ihr auf Drachen geritten seid. Damals in Kuslik. Wann war das? Vor Bosbarans Fall? Was ist Bosbaran? Alles schön und gut, aber das ist nicht der Auftrag, den der Herzog uns gegeben hat. Richtig. Ich überlege allerdings, der Herzog... wir sollten vielleicht Informationen einholen, wie die Pässe sind. Es könnte sein, dass wir von hier aus über den Sieben Baronienweg schneller werden. Zumal er, wenn wir immer Drachenhauptreisen, noch eher ein Drei-Baronien-Weg ist. Allerdings kann ein solcher Kampf sehr gefährlich sein und nun unsere Aufgabe gefährden. Ich bin mir sicher, es ist eine reine Formalität zum Schutze des Herzogs. Wir müssen doch sowieso auf diesen Herzog warten und den Befehl, und dass jetzt diese Lutisana mit uns kommt, dann müssen wir den Herzog sowieso nochmal fragen, was losgeht. Hat er sie noch nicht freigegeben? Doch, die befragen sie noch, oder habe ich das jetzt falsch verstanden? Er sagte doch, dass sie noch irgendwelche Informationen aus hier rausprügeln wollen, und dann, wenn sie freigegeben sind, dann ziehen wir los. So wie ich Anbruch und seine verfluchten Befragungen kenne, kann das eine Woche dauern, vielleicht länger. Dann haben wir doch Zeit für so eine Drachenjagd, super! Sehr gut. Vielleicht sollten wir in Erfahrung bringen, wie lange das wohl ungefähr dauert, damit wir unser eigenes Zeitfenster planen können, wenn wir losziehen können nach Garret. Ja, wir sollten wohl...
Wo ist er eigentlich mit ihr hingegangen? Der war halt weg mit der. Ja, er war halt weg. Ja, er hat sie halt mitgenommen. Da waren wir nicht so frei, uns zu bewegen. Sitzt der jetzt in der Kanzlei oder hat er im Inquisitionsturm irgendwie ein Kellerzimmer? Na, schau mal Richtung von Spolsen. Moment einmal. Ihr sagtet gerade Angenbruch? Der ist hier? Das ist geheim. Das war geheim. Ja, war geheim. Ganz recht. Also bitte. Ja, Angenbruch ist hier. Denn Angenbruch ist immer da. Angebot ist immer da, wenn es darum geht, uns Aufträge aufzuhalten, die wir eigentlich nicht haben wollten. Ah, jetzt verstehe ich. Das war der gleiche wie der in Gareth? Dieser Oberst mit dieser gelben Rüstung? Man schaut Isarud an. Was, ihr habt nicht gemerkt, dass Angebot uns rausgeholt hat? Vielleicht, weil sie Angebot nicht kannte. Bis dahin. Ich habe ihn nie persönlich kennengelernt, meines Wissens nach. Doch, habt ihr. Igna haut 3-4 Mal gegen den Arm von Torgosch. Das war der in Gareth! Jetzt verstehe ich das. Deswegen hat er uns befreit. Deswegen habe ich auch so gegrinst. Was wir erlebt haben, haben wir gelernt, die Klappe zu halten. Ich habe mich gar nicht mehr an den erinnert. Der Langbeiner sieht doch alle gleich aus. Der hat doch diesmal diese Uniform da getragen von den Mannstrahlern. Ich verstehe. Ach, der war verkleidet. Das ist gar keine Ahnung. Ach so, der verkleidet. Langbeiner macht immer so komische Dinge, da verstehe ich nur die Hälfte von. Mit den Namen wechseln und ändern und hier und da und 5-mal. Und dem abgeholt werden von der Stadtgarde mitten in der Nacht, ja, das mag er. Wenn wir uns jetzt mal auf wichtige Dinge konzentrieren, wie die Drachenjagd. Genau. Wenn das mit der Lutisana sowieso noch länger dauert, dann können wir auch nach oben in die Berge und dem Herzog weiterhelfen. Ist doch gut, wenn ich habe gehört, das ist so ähnlich wie ein Zwergenkönig, so ein Herzog. Der gibt uns bestimmt Geld. Ich werde in der Kanzlei vorsprechen und sehen, wie weit die Befragung ist. Nun hab Dank, dann muss ich mich nicht darum kümmern. Sollte die Zeit sein, werden wir uns dem Herzog wohl anschließen. Sicher? Nun, das klingt mir doch nach einem sehr unnötigen Risiko. Ich würde mir ihre Kräfte sparen, wenn wir schon den gesamten Pfad wieder im Winter über den Pass gehen sollten. Angenbruch hat euch nicht aus der Tinte gezogen, damit ihr jetzt hier auf eurem fetten Hintern sitzt. Nein, er hat uns aus der Tinte gezogen, damit wir dem Mittelland eine Nachricht überbringen. Genau, auf dem schnellsten Weg. Ja. Und nicht um einen Drachen zu jagen. Aber der schnellste Weg könnte ja sein, dass wir diesen Pass da frei machen sozusagen und dann den Pass auch gleichzeitig benutzen danach. Also den Pass, den der Herzog da so nehmen will. Oder? Wir müssten einfach mal mit dem Herzog reden, das würde doch schon mal helfen. Ein Herzog ist ein ganz, ganz, ganz hoher Mensch damit. Du kommst schon zu Jala an. Kommen wir zumindest nicht an den Rondrianer vorbei. Ja. Oh, richtig. Wenn wir an Kleinwartstein vorbei wollten, müssten wir an den Rondrianern vorbei. Ach, Kleinwartstein, da habe ich noch Silbermünzen versteckt. Die werde ich euch wohl ersetzen können. Ach, ist egal, aber trotzdem, das ist ärgerlich. Die hätte ich lieber die Rondrianer schenken sollen, wenn ich gewusst hätte, dass ich lieber vorbeikomme. Jedenfalls werden sie ein sehr großes Interesse an Lutisana haben. Davon ist auszugehen. Isarun, die ist übrigens das Barvermögen von immer bekannt. Oha! Dann ist die Sache beschlossen. Wir werden den Weg über Burg Drachen abwählen. Sag mal, was hattest du an Kristallen? Ich schreibe mir das. Ich schätze mal im hohen dreistelligen Bereich. Also er spricht da gerade von ein paar Silbermünzen und naja, er ist halt ein armer, widerlicher Bettler er ist halt echt eklig. Ich glaube, er hat mittlerweile so Söldner geupgradet. Die Strahler waren selber ziemlich verwundert, was sie da so alles aus dem Rucksack gezogen haben. Ganz klar ein Krimineller. Also. Aber gut, also, wenn wir es in Erwägung ziehen, in den Norden zu ziehen und in den Drachen zu jagen, was für ein Drachen? Was für Informationen haben wir? Was, wo? Deswegen müssen wir den Herzog fragen, der weiß das doch bestimmt. Deswegen werden wir um eine Audienz bei seinem Kanzler erbitten, der wird uns das genauso gut sagen können, ohne dass wir seine Hoheit stören müssen. Er hat Wissen die Götter genug auf dem Hals. Hier jetzt mal so ein Taschentuch raus. Jetzt hier, mach doch dir endlich mal den Auge sauber, das sieht doch widerlich aus. Ja, danke.
Schrecklich. Ritter Jarlan, passiert das öfter? Manchmal. Ich deute auf das Auge. Eine alte Verwundung. Vielleicht sollte man sie sich mal genauer ansehen. Ich habe mein Auge damals in die Silja verloren. Und glaubt mir, die besten Haller, die ich auftreiben konnte, haben es sich angesehen, es war nichts zu machen. Damals bedeutet wann? Als es gefallen ist. Ihr seid ganz schön aufbrausend. Oh, Magister ja, Abelme hier bevorzugt das Wort wohltemperiert. Was meinst du denn jetzt mit verloren? Das war doch ein Glasauge, ne? Was wir da beim Rennen gesehen haben, woher? Du hast doch zwei Augen. Was meinst du mit verloren? Ich habe nur ein gesundes Auge. Ach so, ist blind geworden. Ja gut, das passiert manchmal. Hast du Dreck reinbekommen? Ich hab das. Also, immer doch, du hast mir doch erzählt, du hast das Glitzern sehen oder so. Es ist halt Glas. Also, wenn Glas dann feucht wird und das ständig weint oder so, dann glitzert das mal. Vielleicht hast du dir einen Splitter zugezogen. Nee, das ist ein Glasauge. Verzeihung. Weil er ist krank. Vielleicht ein Glassplitter im Auge. Das mag gut sein. Lass dir das mal lieber vom Heiler angucken. Ja, nee, vielleicht solltet ihr euch, ihr mich mal zum Perine-Tempel begleiten. Ich war im Perine-Tempel. Nun, es kann nicht schaden, noch ein zweites Mal hinzugehen. Sicher mögt ihr euch den Schutz der Götter mitnehmen. Natürlich, warum nicht? Eine Segnung für unsere Reise zu erhalten, kann nur hilfreich sein. Wollen wir jetzt erstmal zum Herzog gehen und ihn fragen, was jetzt so ein nächster Auftrag ist? Ja, werden wir. Meine Herren, auf die Beine. Wir müssen. Sehr geehrte Dame von Spulsen? Mhm. Wo finde ich denn wohl die Leute, die sich hier mit dieser Baukunstsache auskannten, die Pläne, die ich dabei mitgenommen hatte, wohl die sich damit auskannten? Die gelehrten Herren, die dabei waren. Nun, ein Ingerim-Tempel finden wir hier nicht. Möglicherweise ist ein Geweihter gerade hier, das weiß ich nicht so genau. Wir könnten in der Kanzlei nachfragen. Oder im Perine-Tempel, direkt gegenüber gelegen. Alternativ Hesinde, zusammen mit Ronda gelegt in dem Offiziersquartier. Da kommen zwar nur Offiziere rein, aber da gäbe es dann auch Hesinde. Mir geht es darum, ich würde ganz gerne mehr darüber verstehen, über dieses Bauen von Häusern und sowas. Das werdet ihr aus diesen Plänen sicherlich nicht erörtern können. Nee. Die Bildung ist ein edles Unterfangen. Die sollte nicht behindert werden. Ich will nicht seine Bildung behindern. Sicher, wenn Zeit ist, können wir gerne einmal nachfragen. Aber ich denke, wir haben Dringlicheres zu tun. Okay, das heißt, Sie gehen jetzt direkt zum Herzog? Oder? Zur Kanzlei zumindest, ja. Informieren uns dort und dann können wir einen Plan machen, wenn wir abreisen müssen. Gut. Ich würde es bevorzugen, wenn wir wenigstens ein wenig Zeit uns hier ausruhen. Das würde ich auch, aber es mag sein, dass die Zeit nicht ausreicht. Ich würde auch liebend gern nach Schnattermoor reiten. Glaubt mir, das wollt ihr nicht. Nicht im Moment. Gehen wir einfach, los! Ja, an der Kanzlei angekommen, könnt ihr wieder einmal mit einem Schreiber sprechen, der euch dann auf Nachfragen, vor allem dann auch mit Isarun im Schlepptau, erzählen, dass der Herzog Bernfried Ehrenstein von Tobrien tatsächlich demnächst aufbricht. Und zwar in 2 Tagen wird er zu seiner Burg, zu seiner Residenz aufbrechen. Burg, hatte ich ja bereits einmal erwähnt, Burg Drachenhaupt, wird dort gemeinsam mit seiner Leibgarde, der Wolfengarde, nicht der Wolfengarde, Wolfengarde, dorthin reiten und sucht wohl noch einige Helden, die ihn mit begleiten mögen. Der Weg will wohl nicht allzu schwer sein, aber bei den Drachensteinen weiß man nie, falls mal so etwas wie ein Drache kommt, dann bräuchte man lieber einen mehr als einen zu wenig. Da tragen wir dem Kanzler nämlich an, sind wir hingekommen, offiziell unseren Geleitschutz an. Das werden wir hier so notieren. Wo kann man euch antreffen?
Ach, wir nächtigen derzeit im... Ihr seid die Herren, die gestern... Ja, ja, ich weiß schon. Gut. Das Virenderus. Euer Exzellenz, ich würde auch gerne noch nachfragen, was mit der Verräterin passiert ist. Ist sie bereits befragt worden? Welche Verräterin? Wir haben hier keine Verräterin. Die Gefangene. Er zwinkert dir einmal zu, wir haben hier keine Verräterin. Natürlich nicht. Könnt ihr uns denn sagen, wo der gute Oberst einquartiert ist? Er schaut sich ja mal um. Kann ich offen vor Ihnen sprechen? Deutet damit auf den Rest der Gruppe. Ja. Die sind alle zusammen. Er hat gerade nicht mit dir gesprochen, sondern mit Isarun. Okay, ich meine, ist mir egal, aber okay. Ich bitte darum. Also, guckt sich wieder um, ob irgendjemand hinter euch steht. Guckt nochmal zu Ömer. Der auch. So ungewöhnlich er erscheinen mag, doch, ja. Also, die Lutisana von Pericum wird wohl noch verhört. Die sind immer noch im Sandkastenraum und ziehen irgendwelche Fähnchen. Ich glaube, das dauert noch. Die hat quasi alle Informationen und alle Heeresdinger und Truppenstärke. Ich meine, sie war halt die Oberbefehlshaberin von dem Sphärengender. Sie weiß alles. Das dauert noch ein paar Tage. Und solange lässt der Herzog sie halt hier nicht raus, weil es ist halt sein Tobrieren und ich glaube, das dauert, wie gesagt, noch und dann soll wohl eine Gruppe von Helden soll sie dann wieder zurück nach Garat bringen. Ganz recht. Habt vielen Dank, Euer Exzellenz. Diese Gruppe ist anwesend. Aber wenn der Herzog noch unsere Hilfe braucht, wie der Ritter schon sagte, stehen wir gerne zur Verfügung. Ja, ich trage das hier so ein, dass ihr ihn begleiten wollt. Das ist richtig, nach Burg Drachenhaupt, ja? Richtig. Voll. Dann werde ich ihm den Vorschlag so unterbringen und ihm das auf den Schreibtisch legen und... Mit der Anmerkung bitte, dass wir uns gerne vorher mit ihm unterhalten wollen. Na gut, dann schreibe ich das mal dazu. Wie gesagt, in 2 Tagen will er aufbrechen. Bis dahin könnt ihr noch irgendwas anderes machen. Euch irgendwie nützlich. Könnt ihr irgendwie mit Holz umgehen? Könnt ihr ein paar Häuser bauen? Oder die Palisade verstärken oder so? Wo ist denn wohl der Architekt hier, der davor beim Herzog war? Der Architekt? Also wir haben aktuell wohl einen Ingrim-Geweihten, aber der Simia-Geweihte, der vor ein paar Jahren hier war, der ist schon lange weg. Müsst ihr mal oben gucken. Also wenn ihr einen richtig guten Architekt sehen wollt, der ist wie gesagt gerade oben beim Flüchtlingslager und irgendwo beim Drachentor der Weiden, da werdet ihr ihn sicherlich finden. Also einfach hier über die Brücke immer geradeaus und dann seid ihr da am Tor. Weidener Tor über. Schaut ihr wirklich um. Ich werde schon finden, dankeschön. Ja, über den Fluss rüber. Dann seid ihr da. Okay. Gut, noch irgendwas, was ihr jetzt tun wollt? Fragen wollt? Wie gesagt, könnt ihr mir wohl sagen, wo der gute Oberst einquartiert ist? Wir haben hier keinen Oberst.